Salut zusammen! Was ist im Schild à côté de la plaque et schied in Schlettstadt bei den Zwiebeltrippler oder bei den Nussenkrocher? Wir sind in der Bobelgosse und für den Namen zu verstehen, müssen wir zurück ins Ort 10. Jahrhundert, wo Plauderplätzl zum ersten Mal auftaucht. Plaudern heisst auf Deutsch poppeln, verzählen, schwätzen. Die Schlettstädter haben sich eben hier freier versammelt, nur im Gottesdienst, für die nächsten Nachrichten zu erzählen. Noch dazu gibt es auf dem Gebäude von der Metzgerzunft einen Kanzeldeckel aus Sandstein. Hier hat man eben freier neue Gesetze in der Bevölkerung mitgeteilt. In diesem Städtel finden wir sowohl Nahrung für den Kerwer als auch Nahrung für den Geist. Schon einmal das Brothaus, besser bekannt in seinem französischen Namen Maison du Pain, wo wir oft Spuren von den elsässischen Brotspezialitäten kennengehen. Ein absoluter Muss ist aber die Humanistenbibliothek. Ein seelenvoller Ort, wo man unter anderem Weiheldrucke und Manuskripte bewundern kann. Manche davon sind im 7. Jahrhundert entstanden. Schlettstadt liegt schön zwischen Vogesen und Ried und ist der Ausgangspunkt für viele Sehenswürdigkeiten, so wie die Adlerwart in der Kinzimmer Burri oder der Offenbari, eine göttliche Gelegenheit, um mit eben 250 Berberaffen Bekanntschaft zu machen. Bis nächstes Mal, halt deine Götter!